Sportplatz ab 22.20 Uhr, direkt nach der Sportschau. Andrea, bitte. Ja, danke schön, Dietmar. Orientalische Klänge, einmal ordentlich durch den Verzerrer gejagt, das ist türkisches Metal. Heavy Metal in Pionierreihen, also à la Iron Maiden oder Motorhead. Davon sind die meisten Türken auch in Berlin weit entfernt. Doch zwei junge Fans, die wagten sich jetzt aus der Deckung mit dem ersten türkischen Metal Battle. Das steigt gerade im K17 in Friedrichshain und Katalin Ambrus kommt soeben zurück mit den ersten Bildern und natürlich auch Tönen. Das Instrument ist eine Saz, eine traditionelle türkische Laute. Und so klingt sie, wenn ein Mettler sie an einen Verstärker anschließt. So hat man nicht gesehen. Man kennt es ja vom Türkeiurlaub. Die Volksmusiker, die da mit der Kalabassa da ein bisschen Krawall. Aber so weit, was der Typ abgezogen hat. Ausgedacht haben sich das weltweit erste türkische Metal-Festival zwei Berliner Metal-Fans. Bei einem Konzert haben sie zufällig eine türkische Metal-Band entdeckt. Wir waren so stolz drauf, hier zwei türkische Bands im Dezember als Support zu sehen. Und da haben wir gedacht, haben wir gesehen, dass es so viele türkische Bands gibt, dann dachten wir, die holen wir her. Weil wir waren stolz drauf, solche Bands zu entdecken und dachten wir, wir Türken teilen gerne. Also dachten wir, warum selber genießen, teilen wir mit unseren Mitmenschen in Berlin. Veranstalter Jörg Schröder war sofort dabei. Ich mache sehr viele Konzerte und ich wundere mich, dass eigentlich keine türkischen Fans herkommen. Und ich denke mal, dass man sowas mal braucht, um den türkischen Leuten zu zeigen, hey, man kann auch im Osten feiern, man kann so eine Konzerte besuchen. Türkischer Metal ist eben noch Underground. Das weiß die Band Whiskey hier beim Soundcheck am besten. Die erste Hardcore-Band der Türkei seit den 80ern gibt es sie trotzdem. Heute spielt die Band ihr allererstes Konzert im Ausland. Im Publikum Neugierige, Kenner und Individualisten. Ich finde das super. Also in der Türkei wird das so ein bisschen verpönt, aber... Also ich finde nichts Schlimmes dran. Also Glauben ist eine Sache und dann Metal ist eine Sache. Und Türken vermischen das, sagen, ja, die Metal-Hörer, die sind eher so ungläubig und hier und da, aber ich finde das gar nicht so. Ich bin Metal-Fan und finde es spannend, also wenn man Musik aus den Ländern hört, die man sonst nicht so kennt. Das türkische Metal Battle noch bis 24 Uhr im K17 in Friedrichshain. Und wenn es nach den Veranstaltern geht, bald wieder. Ja, sehr cool. Und wir sind am Kiosk und schauen noch in einige der Sonntagszeitungen. Und das sind einige der Schlagzeilen von morgen. Die Berliner Morgenpost schreibt groß auf Seite 1. Mehr Hilfe vom Bund. Berlin will neuen Hauptstadtvertrag. Wegen der angespannten Sicherheitslage. Innensenator Henkel fordert stärkere Unterstützung für die Polizei. Und der Tagesspiegel zur möglichen Freizeitbeschäftigung. Da sammelt sich was. Sie werden wieder mehr, die Waldstreuner mit starrem